Na klasse, hinterher. Ich habe jetzt eigentlich nur aufs Klicken gewartet, aber es kam nicht. Naja, gut. Was passiert? Schon wieder Erde im Mangel. Die Erde ist im Mangel. So, dann wird es ja auch gleich ein bisschen dunkler drin. Wie man gesehen hat gerade. So. Einmal rübergehen. Einmal rüberbauen. Das hauen wir natürlich gleich auch wieder weg. Das ist ja nur ein Baugerüst, sag ich mal. Es geht sogar richtig gut auf. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, stellen wir das hier hin. Dass ich einen höher stehe. Und dann können wir auch das schnell dran machen. Und dann hätten wir das schon mal Mist erledigt. So. Hier einmal weggekloppt. Hier einmal reingesprungen. Und da haben wir es auch wieder gefunden. Aber man müsste wirklich mal manchmal, ich weiß nicht, wie man, wir könnten uns ja auch mal ein Enchantment Table machen und so und mal im Zaubereibereich, dass man auch mal irgendwie den Kram ein bisschen mal enchanten kann, weil so ein Helm mit Unterwassersicht, das wäre schon geil. Das wäre schon richtig cool. Das fände ich schon echt schnafte. Schnaftomat. Jetzt hauen wir den Kram weg. Man könnte auch einfach eine Schaufel nehmen, aber ich habe jetzt keine bei. Ich habe keine bei. So, jetzt habe ich aber kurz mal einen Tagtraum gehabt. Also seid mir mal nicht böse. Übertreibt's mal nicht. So. Das ist jetzt unser Gebilde. Sag ich mal. Wir hauen das hier dran. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Auch wie übertrieben langsam Milhouse läuft. So. So, einmal hier rüber. Und dann hätten wir das doch schon mal geklärt, würde ich mal sagen. So, und jetzt noch den anderen Kram reingezogen. Ich glaube, die 22 werden nicht reichen dafür. Wenn wir ehrlich sind, das wissen wir alle. Müssen wir nochmal welche machen, aber wir haben ja Holz. Wie blöde. Ja, das Gute ist, das ist ja nicht wie Glas, wo man es echt bereut, mal was falsch gelegt zu haben. Brauchen wir ja mindestens noch einen halben Stack, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Dann noch hier eins hin und dann ist gut. Und die andere Seite und auf der anderen Seite. Auf die andere Seite und auf der anderen Seite. So, gehen wir mal schnell. Geh mal schnell. Kann man so schön, richtig schön als Schanzen benutzen. Wie sieht's aus? Ach, sieht doch ganz okay aus. Kann man doch machen. Weiß ich jetzt nicht, wo das Problem wäre. Kann man machen. Oder was sagt ihr dazu? Ich finde aber, das hier ist ein bisschen so Klumpen geworden irgendwie. Man muss es sich auch mal bei Nacht anschauen. Man könnte hier auch einfach schön den mittleren Stein schön als Glowstone machen. Das hätte vielleicht auch was. Bam, jetzt habt ihr das bestimmt wieder gehört. Aber das passiert, ey. Das ist quasi live. Verstehst du?
So. Jo, das ist quasi fast live, ne? So, ich will da auch nicht zu viel dran immer rumfrickeln. Einfach, weil dann auch ein bisschen die Originalität verloren geht, denke ich immer. So, was haben wir hier? Wir haben... Dschungelholz ist eh hässlich. Da verarbeiten wir den Spaß mal zu... Erstmal zu Holz. Nimm Stack Holz. So, und jetzt verarbeiten wir den Stack Holz zu zwei Stacks. Fast zwei Stacks das. Und jetzt verarbeiten wir das zu dem. Was haben wir hier? Netherzaun. Okay, ja, gut. Jetzt haben wir hier 44 Dinger. Und jetzt hauen wir das hier wieder rein. Dschungelholz ist eh nicht immer so geil. Muss ich mal sagen. Schön. Das ging, der Plan ging nicht auf. Okay, und jetzt gehen wir mal schnell rüber. So, und dann fangen wir auf der anderen Seite an mit unserem Gebilde. Mit unserem monumentalen Gebilde. So, hier haben wir eine Fackel stehen, hab ich ganz vergessen. So, und jetzt machen wir hier voll Gas, voll Spaß und voll Gas. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Zäune verbrauchen dafür. So, und jetzt noch hier. Ah, müsste doch reichen, oder? Gut. Reicht dicke. Und jetzt haben wir doch eine astreine Brücke. Sieht doch gar nicht so, sieht doch gar nicht mal so scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf. So salopp. Jetzt knallen wir hier den Mist noch weg. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir den ganzen Kram machen. Also, grundsätzlich war ich dafür, dass wir... Komm, wir bauen mal ganze Blöcke dran, da sparen wir uns den Kram so... Das quasi der Grundriss wird. Es wird so wird es sein hier. Sage ich jetzt ganz einfach. Dann wird es nach hinten hin eins breiter. Wird es breiter logischerweise. Es wird ja schon rund werden. Jo, und hier noch eins dran. Die Erde ist uns entwischt. Machen wir es einfach eine Fünferlänge oder was? Und dann ist gut. Es bietet sich eigentlich an, weil das wird sonst zu breit. Man könnte es auch ein bisschen oval machen. Das geht auch. Ich würde erst mal pennen wollen. Um dann noch ein bisschen zu überlegen, wie wir das Ganze machen. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Gucken wir mal von hier. Sieht gar nicht scheiße aus, finde ich. Unser Hafenbereich, der wird schon ganz schön krass, muss ich mal sagen. Es ist ein bisschen größenwahnsinnig, was ich hier vorhabe. Habe ich das Gefühl. Aber das hatten andere Let's Player... haben das ebenfalls ganz schön größenwahnsinnig gemacht und haben es dann nicht bereut. Ja, das geht nicht anders. Das muss man so machen. Das sieht halt so aus. Ist halt mal nicht symmetrisch. Man muss auch mal von seinen Zwängen ein bisschen wegkommen. Gerade was Symmetrie betrifft. Man muss auch mal einfach mal die Dinge gut sein lassen können. Kobbel. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge mehr. Wie heißt das? Stein, Bricks. So viele haben wir auch nicht mehr. Das ist ein bisschen beängstigend. Zumal wir jetzt auch eine Menge brauchen werden. Aber wir haben ja zum Glück noch eine ganze Menge Koppel. Wir haben wirklich eine ganze Menge Koppel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und dann machen wir mal 6 mal 8 und dann ist gut, dass das schon mal was das nächste im Ofen ist. Wir haben zum Glück auch richtig ordentlich Kohle da. Also wir sehen hier, wir haben ja 49 Kohleblöcke.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, klasse, es klappt nämlich immer nicht. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, klasse, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mann, ich muss genauer mitzählen. Ich musste aber auch immer mitzählen, weil man hat das dann nicht so im Gefühl. So, und jetzt geht's hier voll ab. Ditte und Ditte. Das. Da entsteht wieder richtig was. Das können wir dann schön benutzen. Mensch, jetzt benutzt den Mist und gut, ey. Such einen Käse. Quark und Käse. Quäse. So, da hätten wir das auch wieder. Hätten wir wieder ein bisschen was im Ofen drinne. Geht schon gut ab. Wir schlafen heute mal wieder in unserer Bude. Weil wir es mal wieder können. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich dann mal aufmerksam machen, dass in ein paar Tagen, ich nehme ja heute auf, dass in ein paar Tagen die 100. Folge Minecraft kommt. Und dazu drehe ich dann noch ein spezielles Special mit einem Gewinnspiel. Also in Real Life, also da sitze ich auf meinem geilen Sessel, auf meinem geilen Zocksessel. Und dann erfreuen wir uns dran. Und dann sage ich euch gleich, wie das wird. Dann wird es nämlich eine kleine Aufgabe für euch geben. Und wer diese Aufgabe erfüllt, bekommt von mir, kann etwas gewinnen, sage ich ganz einfach. So, und ich weiß ja, dass, und es ist diesmal ein wirklich fetter Preis. So. Wir hauen das jetzt einfach mal hier rein und das ist gut. Ich mache das jetzt hier einfach runter, weil ich will dann hier noch was reinmachen. Das ist mir gerade jetzt, just in diesem Moment aufgefallen, was ich da reinmachen will. Was eine geile Idee ist. So, jetzt hier. Einmal reingezogen. So, jetzt hüpfen wir hier nochmal schnell rein. So, und jetzt wird die Schwierigkeit sein, wieder hier hochzukommen. Ich hab das, konnte mir das gerade schon richtig gut denken. Klasse. Super gemacht. Schön. Richtig geil. Super, jetzt einmal rundrum laufen. Weil sonst komme ich hier nicht hoch. Und was das dann wird, das seht ihr ja dann. Ich mache erstmal oben die Plattform. Und dann machen wir das am Schluss. Dass es auch einen schönen Abschluss gibt. Sag ich mal. Ganz frech. So, und schon sind wir wieder oben. Und da hinten müssen wir auch noch was machen. Irgendwas hier. Das Ding, das kann da nicht so stehen bleiben. Da hinten auch nicht. Insel okay, aber da hinten ist ein Berg. So, ich würde das jetzt einfach so lassen. Würde hier eine Dreierlänge machen. Genau. Ich würde es diesmal nicht so übertreiben wollen. Von der Breite her, sondern einfach nur so. Könnte man es eigentlich schon fast quadratisch machen. Aber ich kann es auch lassen.
So. Ginny, Flaschengeist, sag mal was. Quadrat. So. Und dann ist das in Ordnung. Haben wir jetzt drei, genau. Und machen hier fertig. Und das ist gut. Da hat sich das geschissen, wie man so schön sagt. So. Machen wir hier so. Und jetzt mache ich mal kurz Pause. Kleinen Moment.